Ja, servus, ja, Freunde. Zeit für ein weiteres neues Video und heute wird's mal wieder ein So spielt man sein. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal wieder mit den guten Osttruppen. Also die Taktik gab's ja schon lange. Also, ne, ich habe auch schon das eine oder andere Video dazu gemacht. Warum das mit den Osttruppen ganz gut sein kann, und so weiter. Ich habe es aber längere Zeit selber nicht gespielt und im letzten Patch hat sich ja auch das ein oder andere geändert, an der Doktrin. Das heißt, man kann zum Beispiel eins davon habt ihr schon gesehen, man kann die nicht instant callen, sondern das hat so einen kleinen Cooldown und so weiter. Was hat sich noch geändert? Hier der Nachschubabwurf. Dafür kriegt ihr jetzt ein MG und eine Pack. Früher hat man dafür Fuel bekommen, wenn ich mich noch recht erinnere. Der Punkt ist aber, und das hat sich so grundsätzlich eigentlich nicht geändert, die Osttruppen sind immer noch sehr günstig und sie sind vor allen Dingen auch für den Preis, also preis-leistungsmäßig, tatsächlich sehr gut. Also wenn ihr die Jungs in grüne Deckung stellt, dann oder in ein Haus setzt, dann ist das tatsächlich eine ganz ordentliche Infanterieeinheit, die durchaus Schaden macht und schwer zu killen ist, hat 6 Mann und so. Das heißt, Grund genug, um mal zu gucken, ob das in 2018 immer noch Sinn macht. Mein Gegner hier ist der gute Ihito. Das ist wirklich ein brutal guter Spieler. Der ist Top 20, also hier Platz 18 mit den Briten. Mit der einen oder anderen Fraktion ist er sogar Top 10. Also viel besser geht's eigentlich nicht mehr. Das heißt, wie immer könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich das nicht gegen irgendeinen Kacknoob ausprobiere, sondern gegen Leute, die auch was können. Und dementsprechend, wenn das dann hier funktioniert, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das bei euch schon auch so laufen wird. Ja, aber kommen wir zum Spiel. Wie mache ich das Ganze hier? Ihr habt schon gesehen, ich habe T1 gebaut. Da gibt es schon mal wieder verschiedene Möglichkeiten direkt, wie man das spielen kann. Es ist durchaus auch möglich, MG rauszuhauen, dann ein paar Osttruppler zu spammen, also. Ja, das ist durchaus möglich. Ich persönlich starte jetzt hier mit einem Sniper. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ich finde das immer noch ganz cool halt, vor allen Dingen gegen Briten. Auch da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Der gemeine Sniper ist immer noch Pain in the Ass für jeden Briten. Und von daher starte ich jetzt hier mit Sniper. Und dann schauen wir gleich mal, wie gesagt, ihr könnt das auch ohne Sniper machen und dafür mit MG, mit einem MG oder zwei MGs oder Mörser oder so. Der Nachteil, wenn ihr kein T1 baut, ist, dass ihr hier bei den Osttruppen nicht direkt die Faust-Ability zur Verfügung habt. Und da der übliche Counter eines Briten gegen den Sniper der Carrier ist, der gute Universal Carrier, könnt ihr mal davon ausgehen, dass es nicht schlecht ist, wenn man eine Panzerfaust abfeuern kann, wenn man es denn muss. Und von daher stehe ich persönlich drauf, T1 zu bauen, direkt. Erstens wegen der Faust, zweitens, weil ich einen Sniper will, aber könnt ihr im Hinterkopf behalten, geht auch ohne. Ja. Hier mal direkt das erste Gefecht. Sniper feuert. Das wird ihn jetzt gleich mal ein bisschen nerven. Und ihr seht, was jetzt gleich passieren wird. Genau, hier gibt er direkt den Carrier in Auftrag. So, warum ist das Ganze jetzt überhaupt gut? Man könnte ja auch sagen, okay, ich kann ja auch einfach Grenadiere bauen und dazu den Sniper. Ja, das mache ich im Normalfall auch. Der Vorteil hier jetzt ist, wenn ihr das mit Osttruppen macht, dann habt ihr diesen Nachteil nicht, den ihr üblicherweise sonst habt beim Sniper-Start mit Grenadieren und so, nämlich wenig Capping Power. Denn ihr seht,
ich habe jetzt hier direkt mal drei Infanterieeinheiten und einen Sniper und einen Pionier. Also mit dem Sniper wird man üblicherweise jetzt nicht so viel rumcappen. Deswegen sagen wir mal, wir haben vier Einheiten auf dem Feld, die cappen können. Der Gegner hat drei. Hat jetzt den Carrier gebracht noch, der kann auch nicht cappen. Also drei Einheiten für den Briten, die cappen können. Ich habe vier. Und zusätzlich noch den Sniper als Damage-Dealer. Das heißt, ihr seht schon, rein zahlenmäßig habe ich jetzt halt fünf Einheiten auf dem Feld, wenn der Gegner vier hat. Und das, obwohl ich mit Sniper gestartet bin. Und das ist für mich persönlich eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das mache mit den Osttruppen. Denn ich meine, so geil sind die Typen jetzt auch wieder nicht. Servus, Kollegen, sie sind halt okay, sage ich mal. Wichtig zu beachten, wie schon angedeutet, ist immer, die müssen in Deckung stehen. Ihr seht auch dieses lustige Symbol, wenn die in Deckung sind. Dann machen sie ordentlich Damage und man kann mit denen schon ein bisschen was anfangen. Also mit bis Long Range und in Deckung. Das ist immer so die Regel Nummer 1 für Osttruppen. Ansonsten, wenn ihr einfach so hier, jetzt wie der hier in roter Deckung, ihr verliert im Prinzip gegen jede Einheit, die es gibt. Und von daher... Regel Nummer 1, Deckung, Deckung, Deckung. Und jetzt nicht gerade auf Close Range ran chargen. Dann werdet ihr mit den Osttruppen durchaus Spaß haben. Was zusätzlich noch neu ist, und das ist dann eher was fürs Late Game. Wenn ihr T4 taggt, könnt ihr die Osttruppen mit LMGs aufrüsten. Das ist auch eine Neuerung, die es früher nicht gab. Früher kamen die ja so randommäßig mit LMG oder mit ohne. Ich sag's mal so: Das macht die Osttruppen jetzt immer noch nicht zu einer Übereinheit, die hart OP ist, aber ein WET3 Osttruppler, ihr seht hier mehr Genauigkeit. Und ein bisschen mehr Leben und nochmal mehr Genauigkeit. Ein WET3 Osttruppler mit LMG ist tatsächlich ein richtig nerviges Biest. Also wenn irgendwo ein Osttruppler in dem Haus sitzt, WET3 mit LMG oder hier in grüner Deckung steht, dann müsst ihr da erstmal wegschießen. Ne? Also das sind richtig nervige Biester dann. Das ist noch eine weitere Neuerung dazu. Ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich mache ich das wegen der Capping Power. So, hier ist der Carrier, ein bisschen Infanterie. Zusätzlich, was ist der Plan? Bei mir ist der Plan, relativ schnell dann T2 zu taggen und ein leichtes Fahrzeug rauszuhauen. Auch da hat sich nicht viel dran geändert. Hier der Carrier, natürlich ein bisschen aufpassen mit dem Sniper. Carrier hat jetzt das Upgrade. Und ihr seht, die Osttruppen zusammen mit dem Sniper gewinnt ihr halt im Prinzip halt jedes Gefecht, ne? Auch hier gilt, wie immer, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm mal ab da, Sniper, genau. Ja, auch hier gilt immer gucken, dass man die Einheiten so ein bisschen zusammenhält. Oh ja, das war eine enge Kiste. Sprich, auch hier eine enge Kiste. Sprich, immer gucken, dass in der Nähe des Snipers ein Osttruppler ist. Damit ihr zur Not eine Faust auspacken könnt, damit der Carrier dem Sniper nicht in die Basis hinterherfährt und ihn tötet. Hier seht ihr, was ich gemeint habe. So ein Osttruppler im Haus, der macht schon ordentlich Damage und ist dann nicht ganz so einfach rauszukriegen. Das hier ist nicht so toll. Ich habe das in einem anderen Video schon mal erklärt. Das hier ist ein Blindspot. Das heißt, diese Einheit schießt auf die Einheit im Haus, aber die Einheit im Haus kann nicht hier rausschießen. Das heißt, wenn ihr in die Situation kommt, dann macht ihr das, was ich jetzt hier auch mache. Ihr geht da weg, weil ihr kassiert nur Damage und teilt keinen aus. Dass der Sniper jetzt so viel Schaden kassiert hat, ist jetzt nicht so cool. Das ist auch nicht der Plan, aber ich meine, wie gesagt, ich spiele jetzt hier auch nicht gegen den Kacknoob. Das kann passieren. Deswegen kommt jetzt hier erstmal Heal. Und zusätzlich wird vermutlich jetzt dann ein 2-2-2 kommen gegen den Carrier. Auch das ist so eine Geschichte, das muss man jetzt nicht zwangsläufig machen.
Kann man aber, und das kommt sehr stark aufs Timing an, ob das gut ist oder nicht. Denn ihr seht, ich baue das jetzt und es kommt aber halt sehr früh, also Minute 5 bis 6. Wenn das da kommt, dann ist eigentlich noch alles okay. Ihr seht ja, ich habe ganz, ganz gute Map-Control, Gegner auch gecuttet und so weiter. Der Gegner hat direkt 5 Mann-Upgrades ausgegeben. Das ist nicht ungewöhnlich, ist jetzt aber auch nicht unbedingt Standard, aber ne, das machen einige. Dazu hat er noch einen eigenen Sniper gebracht und er hat einen Carrier. Das heißt, es ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich und im Prinzip unmöglich, dass er jetzt schon, dass jetzt schon ein AEC, das AEC hier aufs Feld kommt. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Situation ein 2-2-2 raushaut, dann wird das noch ordentlich Impact haben. Und der Brite hat im Prinzip absolut gar nichts dagegen. Also das 2-2-2 ist in dem Fall ganz gut gegen den Carrier und der Sniper muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Und die Briteninfanterie hat ja grundsätzlich dankenswerterweise keine Snare-Ability. Das heißt, die haben keine Panzerabwehrgranaten oder sonst irgendeinen Scheiß, die in Gefahr für euer leichtes Fahrzeug wäre. Ausnahme wäre, der geht jetzt Special Weapons und haut eine Panzerjäger-Infanterie-Sektion raus, hat er aber nicht gemacht. Von daher kommt jetzt das 2-2-2, alles supi. Alternativ könntet ihr zum Beispiel jetzt auch Half-Track rausholen und einen Flamer ausgeben. Das ist die High-Risk, High-Reward-Methode, denn das Flamer-Half-Track ist absolut episch gegen Infanterie. Aber natürlich auch absolut wehrlos gegen ein AEC zum Beispiel. Das heißt, das 2-2-2 ist so ein bisschen der Mittelweg. Es ist ganz ordentlich gegen Infanterie. Man kann es mehr schlecht als recht, aber man kann es gegen den Sniper einsetzen. Und es ist ein Counter gegen den Carrier, was jetzt auf das Half-Track auch nicht zutreffen würde. Deswegen entscheide ich mich jetzt für das 2-2-2. Wenn das von Timing her bei euch nicht so super gelaufen ist, könnt ihr einfach eine Pack raushauen, zum Beispiel gegen das zu vermutende AEC. Denn, und das ist das Schöne dran, wenn man gegen Briten spielt, der Briten-Tag ist sehr, sehr linear. Das heißt, ihr könnt im Prinzip euch perfekt vorbereiten auf das, was kommt, weil jeder Brite im Prinzip das Gleiche macht. Also das, was der Gegner jetzt hier spielt. Wenn ihr Sniper spielt und das abzieht, was ich gerade mache, könnt ihr die Uhr nachstellen, dass der Gegner genau das hier macht, was ihr hier seht. Nicht jeder Spieler bringt einen Sniper, aber viele. Das heißt, aber Carrier, Infanteriesektionen into AEC, das werdet ihr sehr, sehr häufig sehen. Das ist für euch gut, denn, wie gesagt, ihr wisst genau, was kommt. Ich weiß, dass jetzt früher oder später ein AEC kommen wird, deswegen wird meine nächste Einheit vermutlich eine Pack sein. Und dann werde ich weiter tacken into T3, das heißt, ich werde dann P4s rauspumpen, wie irre. Ja, ihr seht, das 2-2-2 ist jetzt nicht so mega geil gegen den Sniper, aber es macht eben Schaden und der Sniper muss halt trotzdem da weg, wenn er nicht sterben will. Dazu habe ich jetzt noch einen Flamer, gerade auf der Map mit den vielen Häusern, eine coole Sache. Und ihr seht, der Brite ist, das hat sich in 2018 nicht geändert, extrem wehrlos gegen so leichte Fahrzeugscheiße. Dazu Sniper, die nervigen Osttruppen rennen überall rum und cappen ihm die Map weg. Das ist richtig beschissen für den Briten. Und ja, ihr seht's, ich habe jetzt dann gleich Doppelfuel und so. Also viel besser kann es eigentlich nicht laufen. Und nochmal zur Erinnerung, der Typ ist kein Noob. Der ist Top 20, Top 10, ne? Und ich bin's nicht. Also ich bin halt Top 100, also Level 17. Und das heißt, im Prinzip sollte der Gegner mir ein bisschen überlegen sein, aber mit der Taktik kommt er halt trotzdem nicht so wirklich klar. Und das spricht ja auch dafür, dass das nicht ganz dumm ist, was ich hier tue. Und dementsprechend auch die Empfehlung an euch, das mal auszuprobieren. Jetzt kommt, wie angekündigt, das AEC.
Jetzt heißt es natürlich ein bisschen Vorsicht, aber wie schon angekündigt, ich weiß ja, da man ja weiß, dass was da kommt, habe ich die Pack jetzt schon da. Das heißt, ich habe ein Tutu und eine Pack. Dazu lege ich noch hier eine Tellermine. Minen gewinnen Spiele, ihr wisst das, schon oft gehört den Satz, ein bisschen abgedroschen, aber am Ende vom Tag stimmt das halt. Und dementsprechend bin ich jetzt halt dann doch sehr gut vorbereitet auf das, was der Gegner mir jetzt entgegenwirft. Ich habe ein Tutu, ich habe hier eine Tellermine, wenn ich jetzt hier zurücksetze und er nachsetzt, fährt er rein. Ich habe noch eine Pack und ich habe drei Einheiten, die noch eine Faust auspacken können, ne? Hier sehen wir jetzt gleich, das war eigentlich ganz nett gemacht hier von Ichitu. Das hat nur mal eine Eigenschaft von guten Spielern. Er fährt hier mit dem Carrier ran, was damit lockt er so ein bisschen mein Tutu und sneakt dann hier um die Ecke mit dem AEC, um mein STKFZ 222 zu töten. Ich habe das AEC ja jetzt hier nicht gesehen. Das war hier Fog of War. Von daher. Jetzt, ja, gefährliche Situation, aber wie gesagt, hier steht eine Pack, hier ist eine Tellermine und das 2-2-2 ist zwar jetzt schon low, aber ich denke, das sollte da noch wegkommen. Pack schießt. Glücklicherweise hat das AEC vorbeigeschossen, allerdings meine Pack auch. Von daher ausgleichende Ungerechtigkeit, sage ich jetzt mal. Dumme Sache ist jetzt, ich habe irgendwie meinen Flamer verloren aus irgendeinem Grund gerade. Das sollte euch natürlich nicht passieren. Zusätzlich bringe ich jetzt hier noch ein MG42. Das ist nie verkehrt. Ich meine, wir haben drei Infanteriesektionen mit fünf Mann. Und wie gesagt, so geil sind die Osttruppen jetzt auch wieder nicht. Da ist schon nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Suppression aufs Feld bringen kann. Der Sniper ist natürlich jetzt nicht so mega effektiv, wie er sein könnte. Das liegt einfach daran, dass der Gegner einen Counter-Sniper und einen AC auf dem Feld hat. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. In dem Fall ist es jetzt aber so, das wird man vermutlich gleich sehen, man muss halt gucken, dass man trotzdem noch schießt und den einen oder anderen Kill macht, damit sich das Ding auch lohnt. Da der gegnerische Sniper geschossen hat, weiß ich ja jetzt ganz genau, wo er steht. Er ist hier, das heißt, er ist außer Reichweite und ich kann hier ein bisschen lustig in der Gegend rumfeuern. Tutu ist auch noch da, wird gerade repariert. Flamer habe ich nachgebaut. Pack ist auch da, passt soweit. Ich habe immer noch gute Map Control, ich habe Munition, ich habe jetzt gleich wieder zwei Siegmarken und einen Fuelpunkt. Das passt soweit alles. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Die Geschichte mit dem Sniper ist natürlich jetzt. Dadurch, dass der Counter-Sniper auf dem Feld ist, ist der jetzt nicht so mega effektiv. Das ist aber nicht schlimm. Also das Ziel, das ich immer gegen Briten so grundsätzlich verfolge, ist, den Gegner mit meiner Spielweise zu Dingen zu zwingen, die er eigentlich nicht machen will. Also das Schlimmste, und das mache ich einerseits durch den Sniper, der bringt den Gegner dazu, einen Counter-Sniper zu bauen, Carrier zu spielen. Die Osttruppengeschichte lässt vermuten, dass ich Fast T2 gehe. Das heißt, er ist definitiv gezwungen, eigentlich einen AEC zu bauen. Und das sind alles Sachen, die will der Brite eigentlich nicht. Also das Beste, was einem Briten passieren kann, also wenn ich zum Beispiel Briten spiele, ist, der Gegner spielt sehr konservativ, hat keinen Sniper und kein leichtes Fahrzeug. Was macht ihr dann als Brite? Ihr taggt weder AEC, ihr bringt keinen Sniper, ihr spammt einfach Infanteriesektionen, vielleicht noch einen Vickers und taggt direkt into Centaur. Und ein Early Centaur ist halt wirklich massiv übel und das ist sind auch, oder meinetwegen auch ein Early Cromwell. Momentan ist eher so der Centaur in Mode, weil er halt einfach unglaublich stark ist gegen Infanterie. Aber das ist das, was der Brite eigentlich möchte. Und dementsprechend ist meine komplette Spielweise und Taktik darauf ausgerichtet, dass er das nicht machen kann. Wie gesagt, der Sniper zwingt ihn dazu, selber einen Sniper zu bringen. Das kostet 360 Manpower. Er muss Anti-Tank ran schaffen, weil er ansonsten von meinen leichten Fahrzeugen geraped wird.
Und das verzögert massiv den Tag des Briten. Ihr wisst ja, schon allein das AEC. Das AEC kostet, muss man erstmal taggen, glaube ich, 100 Manpower, 15 Fuel oder sowas in der Richtung. Dann müsst ihr es noch bauen, 280 Manpower, nochmal 50 Fuel. Also das Ding ist ziemlich teuer eigentlich, wenn man den Tag noch mitrechnet. Also 380 Manpower, keine Ahnung, 75, 80 Fuel. Das ist schon eine Ansage, ne? Und das verzögert natürlich den Centaur oder den Cromwell enorm. Und das ist mal so grundsätzlich meine Vorgehensweise. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so das Drama, dass der Sniper nicht so massiv viele Kills hat. Denn, wie gesagt, der Hauptgrund, um das zu tun, war, den Tag des Briten zu verzögern. Noch besser ist natürlich, der Brite bringt keinen Counter-Sniper, dann könnt ihr wie die Irren mit dem Sniper rumböllern. Das ist natürlich noch besser, aber wie gesagt, der Gegner ist halt nun mal kein Noob. Hier kommt der Carrier, um Sicht zu holen für das AEC. Das AEC kommt ran, weiß nicht, was er jetzt hier gerade töten will. Oh, die Tellermine, bam! Ja, das ist jetzt natürlich geil. Und jetzt ist halt, also jetzt, wo das AEC weg ist, ist der Brite halt eigentlich massiv gearscht. Ihr seht, ich cap hier immer noch weiter lustig in der Gegend rum. Er hat jetzt keinen Antitank mehr, das heißt freie Bahn für meinen Tutu. Mein Sniper ist auch noch da, der ist viel besser als der Briten-Sniper. Die Infanterie kann nichts, hat keine Panzerabwehrgranaten oder so ein Scheiß und kann jetzt gar nichts machen. Jetzt kommt hier direkt das GG, beziehungsweise es kommt nicht, er Rage quittet einfach. Das ist natürlich jetzt ein bisschen voreilig, also er müsste jetzt nicht hier direkt Rage quitten, er könnte jetzt auch mal eine Pack raushauen und so. Aber am Ende vom Tag ist das natürlich nachvollziehbar, denn er ist jetzt in der richtigen Scheißsituation und ich bin in genau der Situation, in der ich sein will. Denn ich habe immer noch gute Map-Control, das Antitank des Gegners ist weg. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder lustig rumnerven mit meinem 2-2-2. Zusätzlich habe ich ordentlich Fuel. Das heißt, ihr seht, ich tacke gerade, habe schon 70 Fuel. Das heißt, wenn ich dann mein T3 hinstelle, kommt auch sehr, sehr zeitnah der P4 raus. Dagegen hat er auch nichts. Da muss er eine Pack bringen. Eine Pack ist ein bisschen wenig gegen den P4. Selber hat er keinen Fuel, um jetzt relativ zeitnah selber einen Tank rauszubringen. Ihr seht, der Tank kostet 115 Fuel. Die hat er noch nicht mal. Wenn er das dann tanken würde, dauert es wieder nochmal 90 Fuel. 110 oder 120, bis der Cromwell, bis er ihn bauen kann. Centaur ist keine Option mehr, denn ich habe schon eine Pack, ein 2-2-2 und dann ein P4. Also das ist richtig kacke jetzt für den Briten und deswegen hat er jetzt keinen Bock drauf, sich das noch eine Viertelstunde oder so anzutun, wenn er schon weiß, er wird es vermutlich eh verkacken. Ja, kurzes und knackiges Replay. Ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Fazit, Osttruppen sind auch in 2018 immer noch gut. Gerade gegen Briten, super Sache. Kann man immer noch machen. Wie gesagt, man muss es jetzt nicht exakt so spielen, wie ich es getan habe. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe schon geschildert, ihr könnt das auch ohne Sniper machen. Die weitere Möglichkeit ist einfach nur hart Osttruppen zu spammen, dann sofort einen Flamer Half-Track rauszuhauen, bevor der Gegner Anti-Tank bringen kann. Das ist, wie gesagt, ein bisschen High-Risk, weil man ja nicht sicherstellen kann, dass das auch wirklich klappt. Wenn das nach hinten losgeht, seid ihr ziemlich gearscht, aber das ist auch eine Möglichkeit. Oder ein bisschen defensiver mit MGs und Osttruppen. Das funktioniert. Das funktioniert übrigens auch gegen andere Fraktionen. Gegen US zum Beispiel kann man genau so spielen. Braucht ihr gar nichts verändern, macht einfach genau das, funktioniert gegen US auch. Gegen Russen geht das auch, kann man machen, definitiv. Der Sniper ist halt nicht ganz so effektiv gegen Con-Spam, aber kann man definitiv auch tun.
Gegen Russen würde ich auch tatsächlich eher dazu tendieren, einen Flamer auf Jack zu bringen, denn das leichte Fahrzeug des Russen kommt sehr, sehr viel später. Also, wenn er nicht gerade einen Clown-Car bringt, aber. Also, das erste leichte Fahrzeug, das wirklich ein Problem darstellt für das Flamer-Half-Track, ist ja im Prinzip der T-70 oder eine SU-76 und das Ding kommt vor Minute 8, 9, 10 nicht. Von daher ist es gegen Russen noch viel, viel besser und effektiver, einen Flamer-Half-Track rauszuhauen, denn er kann das nicht so wirklich countern. Außer mit Infanterie, Gardeschützen und so weiter. Und das kostet ihn aber halt massiv Manpower. Also selbst wenn der Schaden an eurem Fahrzeug macht, ist das nicht so schlimm. Ihr repariert das halt. Das kostet euch nichts. Während der Russe ständig Manpower verliert bei der Action. Also gegen Russen, Flamer-Half-Track, FTW immer noch. Ja, ich denke, viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Wie immer. Probiert das mal aus, das ist Fun auf jeden Fall und mal wieder was anderes als das, was ich sonst immer spiele. Und wie gesagt, sehr, sehr effektiv. Von daher will ich es auch gut sein lassen. Wünsche euch viel Spaß beim selber zocken, eine gute Zeit, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Tschö.